Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum nächsten Uncharted 4 PS5 Remastered Let's Play. Ja, Freunde, wir sind immer noch im Schottland und suchen den Schatz und haben uns in der letzten Folge durch ein Rätsel gekämpft und auch durch eine richtig schwierige Situation. Man merkt, langsam kommt Feuer ins Spiel und guckt euch mal diese ganzen Schneeflocken hier in der Luft an, Alter, diese ganzen Dinger, wie viel Liebe zum Detail hier drin steckt. Dieses Spiel ist einfach nur der Wahnsinn, Leute. Ich weiß, ich sage es in jeder Folge, aber es ist einfach pure Liebe. Es ist wie Liebe auf den ersten Blick gewesen, Uncharted und ich. Und jetzt machen wir weiter mit unserem Bruder Sam und gucken, wo es weitergeht. Denn wir müssen zu irgendeinem Punkt, genau da müssen wir rein. An der Klippe gibt es keinen Weg. Gut, dann landeinwärts. Klingt gut. Genau. Da müssen wir jetzt rein, denn wir haben in letzter Folge durch dieses Glas geschaut und da war so ein Kreis gewesen und genau da müssen wir jetzt hin. Meine Stimme lässt ganz schön nach, Leute. Wie gesagt, ich nehme alle Folgen, die ihr jetzt auch die letzten Tage gesehen habt, die sind alle an einem Abend aufgenommen. Aber es macht unnormal Bock, bei Gott. Es macht unnormal Bock. Ach du Scheiße, Digga. Nein. Wir nähern uns Rafe. Ich weiß. Aber wir sind immer Rafe einen Schritt voraus. Merkt euch das. Oh oh. Schneller, schneller, Drake. Aha, da ist eine Kiste. Da können wir uns runterrollen lassen, aber ich glaube, das bringt nicht so viel. Der Sturm kommt näher. Ich hab so Bock. Kennt ihr das, wenn ihr einfach Bock habt auf diese Kiste? Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Musste sein. Musste sein, Freunde. Musste sein. Sei es so, wie es ist. So. Deckung. Zack. Das haben die so realistisch gemacht mit dem Schießen, dass du nicht jeden Schuss aus 500 Kilometern... Oh mein Gott. Was geht denn jetzt ab? Puh. Junge. Ey, aber die kommen immer, ich finde, die kommen immer so alle aus dem Nichts irgendwie. Findet ihr nicht? Die ganzen Gegner kommen alle immer so aus dem Nichts. Ich will mal einmal diese Waffe testen. Okay, die ist besser von naher Distanz. Wir brauchen mal, wisst ihr was? Wir brauchen eine Schalldämpferwaffe, Freunde. Eine Schalldämpferwaffe, das brauchen wir. Oh oh. Jetzt machen wir die platt hier. Zack, bam. Boah, wie geil war das denn? Einfach kurz angeballert und dann Schuss in die Fresse. Zack, Headshot. Guck mal, von hinten wieder. Von hinten. Guck mal, die kommt von allen Seiten, Alter. Ich finde das so wahnsinnig, wie die von allen Seiten kommen. Das ist so krank, Alter. Wirklich. Also wirklich, die haben meinen vollen Respekt, diese Gegner. Guck mal wieder, von hinten, von da oben. Guck mal, von da habe ich wieder von... Egal, Ernesto hat auch seine Taktik. Merkt euch das. Guck mal, es kommt wieder von da unten. Den packe ich mir jetzt. Ist scheißegal. Schnapp dir den Nathan. Komm. Aus. Ah, Deckung. Wichtig. Das war wichtig. Oh, diese Deckung hat gerade meinen Arsch gerettet. Oh, oh. Da, schnell schießt auf das Ding da. Nathan, was machst du da, Bruder? Stell dir mal vor, wir haben damals auf Undercover das Spiel auf leicht durchgezockt. Aber glaube ich nicht, Digga. Niemals. Da ist da gerade jemand... Guck mal, wie gut die sich auch verstecken, Alter. Wirklich künstliche Intelligenz haben die gut gemacht, die Macher hier. Die Gegner sind echt gut oder ich bin einfach nur scheiße. Also gehen wir jetzt hier lang, Alter. Ich nehme jetzt diese Scarpuzzi-Scharmuzzi hier mit dieser Waffe. Sehr geil. Ich glaube, es liegt aber auch daran, Digga, schon die sechste Folge im Stück, die ich aufnehme hier. Konzentration lässt irgendwann nach. Wo ist denn der Gegner? Was? Okay. Okay, Nathan. Wir haben sie abgehängt. Ja gut, ne? Wir haben sie abgehängt? Von wegen abgehängt, Bruder. Ich hab dich! So. Da kommen jetzt noch mehr. Das war der letzte, glaube ich. Wir sind sicher. Hoffentlich war es das mit den Idioten. Boah. Wahnsinn. Frage ist, wo es jetzt lang geht, ne? Entweder hier oben. Ich glaube hier oben, ne? Mit Räuberleiter, oder? Kann ich mir vorstellen. Oder was sagst du, Sam? Da können wir das Ding hier verschieben? Nee, ne? Vielleicht müssen wir auch hier lang. Können wir mal gucken. Aha. Hey, okay. Vorsicht. Könnte nach der Explosion instabil sein.
Wer gräbt denn mit Dynamit? Digga, gleich kommen wieder Dingens, Leute. Rafe weiß es eigentlich besser. Die ganzen Fledermäuse, Alter. Batman wurde hier geboren, ey. Was, wenn das die einzige Stütze des Tunnels ist? Dann haben wir ein Problem. Okay. Komm schon. Aufpassen, dass der Weg nicht hinter uns einstürzt. Am Ende haben wir keinen Rückweg mehr, wenn wir zurück müssen. Ach du Scheiße, Digga. Boah, okay. Okay, das ist doch easy, oder? Ah, wir dürfen nicht genau in die Mitte. Hoppa. Was da für ein Adrenalin durch deinen Körper gehen muss, wenn du wirklich so eine Situation erleben würdest. Ich hoffe, es sind nicht immer noch diese Leute von Rafe, Alter. Die sind überall, die Schweine. Extra für uns gemacht, Brudi. Hui! Aber Nathan riskiert einfach. Der schwingt sein Ding hier rum. Hey, wie kein anderer. Bei denen super vorsichtig. Boah. Guck dir das mal hier an, Alter. Ja, klar. Oh, Mist. Bruder Nathan, ne, wie der hier springt. Kannst du auch keinem erzählen, ey. Okay, das gibt's auch nur einmal. Alles gut. Ihn und seinen Bruder gibt's nur im Doppelpack. Guck mal, sein Fuß. Aua, ist sein Fuß gebrochen. Guck mal, Nathan. Ah, sein Fuß. Was macht der da? Junge, wie das gerade aussah. Einfach sein Fuß gebrochen. Was soll man wetten? Hier ist ein Schatz. Hier unten drunter. Hier. Oh mein Gott. Ich bin der Beste. Das sah wirklich 1:1 so aus, als ob da unten drunter irgendwas ist. Manchmal merkt man das irgendwie. Da hat man so ein Gespür für, finde ich. Junge, der Sturm wird stärker. Wie sieht's aus? Sally, beruhig dich. Wir gehen jetzt in die Höhle. Die Höhle? Ja, eventuell haben wir keinen Empfang. Mach dir keine Sorgen. Gut. Ich lasse für euch das Licht an. Danke. Okay, ich melde mich. Wo sind wir da? Wir sind da. Ein ziemlicher Umweg. Junge, was wir für einen Umweg gehen mussten, ne? Jetzt bin ich gespannt, Digga. Jetzt wird's nice. Boah, guck mal, diese ganzen Schneedinger, wie es. Wie geil das aussieht, Alter. Was das für eine geile, geile Grafik hat, das Spiel, ne? Ohne Scheiß, die Grafik ist so heftig. Guck mal, das Wasser. Alter. Guckt euch das mal hier an. Wisst ihr, an was das erinnert? An Uncharted 2 oder wo war das? Mit diesen Tenzin, wo diese ganzen Monster in dieser Höhle waren und so, Alter. Junge, wie lange das schon her ist. Tenzin, na Tenzin, na Tenzin. Oh, na Tenzin. Zum Glück habe ich nur leicht gefrühstückt. Nate immer mit seinen Flachwitzen, Alter. Statuen, na klar. Steinstufen, na klar. Nathan, ich glaube, wir sind in einer Piratenhöhle. Oh, ist das eine Tür? Was ist denn das? Ganz danach aus. Muss da reingesteckt hier werden. Sieh dir das an. Etwas glitschig. Oh Gott, nein. Hier drin ist ein Griff oder sowas. Thumbnail! Na dann zieh mal dran. Was? Nein. Und wenn es eine Falle ist? Am Ende Hand ab. Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Du bist schon drin. Ich verliere meine Hand. Dann kriegst du einen Haken. Kriegst du einen? Jetzt zieh dran. Haken. Okay, dann mal los. Alter. Ernsthaft? Ich kenne das noch von anderen Filmen, Digga. Also bei solchen Dingern auf einmal ist die Hand ab. Interessante Einrichtung. Der Mumie war das, glaube ich, die Mumie. Wo der irgendwo die Hand reingesteckt hat und auf einmal war die Hand abgeknabbert. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Das ist nicht von Avery. Was meinst du? Hier. Das ist der Rhode Island Pirat. Thomas Tu? Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Tu starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Tus Zeichen ist. Was hat er dann mit all dem hier zu tun? Oh oh. Eine verdammt gute Frage. Sag mir nicht, Rafe kommt jetzt auch noch hier hin, Alter. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Was glaubst du, wer diese Typen sind? Die unwürdig sind, denke ich. Ich glaube, Avery oder Thomas Tu wird uns nur Angst machen. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern hier, ne? Wirklich null. Alter, wie, guck mal, diese Eisdinger, wie krank das aussieht. Wisst ihr, was das Krasse ist, Freunde? Ihr könnt das Spiel auch noch in 4K zocken.
Es ist dann nochmal viermal auflösender. Aber ich kann es leider nicht. Guck mal hier, wenn ihr auf Optionen geht, könnt ihr auf Spiel. Und dann könnt ihr hier auf, ach geil, wo war das denn? Irgendwo war das, irgendwo konntest du einstellen. Ich glaube, ja genau, Anzeige. Und dann hier, HDR-TV benötigt. Und ich habe keinen Render, 60 FPS. Wiedergabetreue ist halt 4, oh, das ist jetzt 4K, 30 FPS. Ja, das sind 30 FPS. Aber auf meinem Bildschirm sieht man das halt leider nicht, Freunde. Das sieht man leider nicht, aber ich brauche unbedingt einen dicken 4K-Bildschirm. Also ich habe einen hier, ich muss den anschließen, Leute. Ich habe einen richtig kranken Bildschirm hier, Leute. Deswegen muss ich das echt mal eigentlich anschließen. Ja. Und dann, ja, ein 4K, könnte ich das, ich weiß nicht, ob ich das in 4K hochladen könnte. Das weiß ich nicht, ob das funktionieren würde. Oh mein Gott. Ja, sehr stabile Brücke auf jeden Fall. Bring. Wahrscheinlich hält die. Das ist keine gute Idee. Jetzt bin ich mal gespannt. Sam? Diese Brücken sind nicht vorschriftsmäßig gebaut. Na klar doch. Was, wenn die Brücke runterfällt? Wie kommen wir zurück? Nicht schlecht. Wie kommen wir runter? Oh nein. Ich hab jetzt noch Steine vom Rutschen. Wie kommen wir generell runter? Okay. Junge, Alter, warum rutscht das denn so krass? Das sieht gar nicht so steil aus, finde ich, dass man da so krank rutscht, wie die rutschen, Alter. Als ob die so Inliner anhätten, ey. Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Avery versteckt seinen Schatz. Warum weiht er einen anderen Piraten ein? Vielleicht war der für ihn ein Teil seiner Mannschaft. Vielleicht hat er ihm so ein Dismas-Kreuz geschickt. Ja, vielleicht hat Tu den Schatz eingesackt. Es sieht wirklich aus wie bei Uncharted 2 in dieser kranken Höhle, ne? Ja, wir werden es bald Was ich noch sagen wollte, Freunde. Oh mein Gott, der ist uns auf der Spur, glaube ich, ne? Was ich noch sagen wollte, das ist so geil, dass wir das jetzt zocken, weil wir bereiten uns perfekt auf den Film vor, ne? Bald kommt ja der Kinofilm. Und ich finde, so hiermit bereiten wir uns richtig gut drauf vor. Da müssen wir, glaube ich, nicht rüber, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Sondern hier lang. Was man wetten? Oh, ich sehe schon, glaube ich, ein Rätsel. Eieieiei. Ei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also zurück gehen wir nicht da lang. Wenigstens sind wir nicht in eine Grube gefallen oder so. Ja, besser. Okay. Das ist raffiniert. Ja, was kann zur Hölle ist sagen. Das denn? Was zur Hölle? Noch ein. Wow. Ja, ich zieh noch schnell die Hand daraus. Ach du Scheiße. Ja, das hätte auch passieren können. Das hätte auch passieren können. Und dann wäre Nathan aber gut am Arsch. Briefe. Ja. Und der Typ wird wohl nicht bestanden. Machen wir es besser. Wir machen es besser, Freunde. Okay. Da unten, da ist etwas. Ein Eimer. Wasser. Okay. Ich habe Wasser gesehen vorhin. Was jetzt? Eimer müssen wir voll machen mit Wasser. Ja, einmal hier runter. Und mit Wasser füllen. Wasser habe ich. Boah, guck mal, wie krank das Wasser hier. Diese Wellen da und so sind. Alter Schwede. Also, wie willst du das denn alleine schaffen? Alleine kannst du es gar nicht schaffen. Du brauchst jemanden, der dir da hilft. Sonst gefühlt unmöglich, dass du das hier alleine lösen kannst. Zurück auf das große Rad. Wirklich so ein Legenden-Let's Play, Alter. Es macht so Bock, ey. Ich könnte es wirklich jetzt am ganzen Stück durchzocken, ne? Sag ich so, wie es ist. Okay, ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Ist da was mit den drei Kreuzen? Ja, das sind Jesus, unser guter Dieb Dismas und der böse Dieb Gestas. Hm, yes. Dann ist von das links nach rechts, oben nach unten. Das schwarze ist Gestas. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Cool. Ich hänge hier nur so rum. Viel Spaß, Leute. Dismas, guter Dieb. Jesus, Jesus. Gestas, böser Dieb. Okay. Dann wollen wir mal. Wir gucken einfach, Leute. Wir schauen mal. Mal kurz überlegen.
Dann lassen wir mal das Notizbuch öffnen. Müssen wir das Notizbuch öffnen? Also. Hey Sam, war Dismas links von Jesus? Hm, guckst du von vorne oder von hinten drauf? Von vorne. Dann war er links. Okay, das habe ich auch. Dismas, Jesus, gestas. Okay. Warte mal. Aber ich weiß ja nicht, welches Kreuz von wem ist, weil ich erkenne das so schlecht. So ein kleines, großes, normales. Aber das normale, ich glaube... Warte mal. Das ist die Frage, weil die, ich kann halt nicht erkennen, von wem was ist irgendwie. An den Mustern sieht man es irgendwie nicht. Aber guck mal, man sieht ja von der Größe her, das Größte muss in die Mitte, das Weiße links, das Schwarze rechts. So kann man sich das einfach vorstellen. Okay, das ist ja das Größte hier. Das muss safe in die Mitte. Genau. Und der Eimer muss nach oben. Das ist, glaube ich, das Ding. Der Eimer muss erstmal nach oben. Das ist wichtig. Der scheiß Eimer muss nach oben. So. Wo hat sich was bewegt, als du den Eimer draufgestellt hast? Der Kanal verläuft vom Mechanismus zur Tür. Okay. Eimer oben ist also gut. Lass ihn da. Oh, boah, okay, wir müssen das jetzt... Boah, das wird jetzt schwierig. Wir müssen das... Boah, wie machen wir das am besten? Warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Chat. Ich habe eine Idee. Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Man muss nur kurz seinen Kopf ansetzen. Also, das war links. Das war links. Jawohl, ich glaube, ich hab's sogar, Leute. Boah, bin ich gut, wenn ich das jetzt direkt habe. Ich glaube, ich hab's sogar. Ja, ich bin der... Oh mein Gott, Digga. Boah, okay. Das bewegt sich dann also mit. So haben wir das... Boah, Junge, Junge, okay. Das bewegt sich halt alles mit, ne? Alter. Ja. Ich glaube, wir lassen das Kreuz, das hier erstmal unten. Ich versuche jetzt... Warte mal, was dreht sich hiermit? Okay, damit dreht sich das Ganze um. Ne? Das Wasserding. Das muss auf jeden Fall oben bleiben. Lass mich da mal kurz überlegen. Das muss dann links. Mal so haben wir es, aber so ist das. Warte mal, Ich habe eine Idee. Warte mal, ich habe es gerade im Kopf. Moment. Ich habe es gerade im Kopf. 100%. So. Ich weiß wie. Das Schwarze muss zuerst hierhin sein. Dann kommt das. Das dahin und das andere nach oben. 100%. Ich mach's jetzt so. Ich mach's einfach nach Gefühl, Leute. Okay? Ich versuche jetzt einfach, wie ich es machen würde, okay? So. Ich habe gesagt, ich zeige euch das. Ich will diese Rätsel jetzt lösen, Digga. Ich werde safe keine Lösungen nachgucken oder so. 100% nicht. 100% nicht, Leute. So. Jetzt drehen wir das. Yes. Und das müssen wir jetzt einmal nochmal drehen. Nein. Nein, nein, kein Hinweis. Verpiss dich. Perfekt. Nein, nein, nichts perfekt. Was laber ich da? Nichts ist perfekt. So erstmal. Und jetzt packen wir das. Und jetzt könnt ihr mich Ernesto Valverde nennen. Okay? Oh nein. Ach, scheiße. Ach, Digga. Warte mal, oder? Doch, eigentlich könnt ihr mich doch Ernesto Valverde nennen. Ihr könnt... Nennt mich Ernesto Valverde. Ich hab's. Wie, mein Plan ist aufgegangen. Und das war's? Hm, du könntest am Hebel ziehen. Könnte ich. Oh mein Gott, nein. Ich hab die Seiten vertauscht, ne? Ich hab die Seiten vertauscht, Chat. Ich glaube, dass... Egal, wir testen es. Ich glaube, das eine muss nach links, das andere nach rechts. Nathan. Bist du dir ganz sicher? Bis gerade schon.
Oh oh. Oh oh. Mist! Oh nein, 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 was machst du? Nicht nochmal rein! Nicht nochmal rein! Oh, ja, du hast das schwarze und das weiße Kreuz vertauscht. Ja. Du sagtest doch... Nein, du hast es falsch. Es war meine Schuld. Okay. Und dann machen wir das jetzt eben anders. Komm, wir kriegen das jetzt hin, Leute. Ey. Wir müssen das einfach nur tauschen. So. Genau. Und jetzt das ganz obere. So. Ich habe wieder viel zu kompliziert gedacht, Freunde, ne? Viel zu kompliziert gedacht. Jetzt haben wir... Wir hätten es auch bestimmt schneller hinkriegen können. Aber Ernesto Valverde braucht manchmal ein bisschen länger. Ihr wisst ja, ich nehme so viele Folgen schon am Stück hier auf. Und deswegen... Tak, 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 tak. Hey, sieh mal, du hast es. Okay, siehst du? Nate Gulasch, kein Nate am Spieß. Ja? Und die Tür öffne sich. Wenn das also ein Test war, was wurde dann genau getestet? Einen Eimer füllen? Man musste vom heiligen Dismas wissen, über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten. Kein allzu schwerer Test. Vielleicht ist das nicht der einzige. Digga, ich hätte gar keinen Nerv, so ein Labyrinth hier vorzubereiten, damit jemand meinen Schatz findet, Alter. Aber so Schatzdinger sind voll geil, Mann. Ich liebe sowas, so Abenteuer. Ich bin auch so ein richtiger Abenteuermensch, deswegen ist das Spiel genau mein Ding. Ich liebe so Abenteuer, ehrlich. Das ist genau mein Ding, Alter. Ja. Wenn ich so im Urlaub bin oder so, ich würde am liebsten so ein Abenteuer erleben. Also das ist das Geilste, was es gibt. Ein schönes Abenteuer. Und das Gute ist, hier kann nämlich keiner drin sein. Es sei denn, Rafe ist uns gefolgt und hat uns gesehen. Okay. Aber wir sind hier definitiv alleine. Wir müssen bestimmt hoch zur kaputten Brücke. Hey, komm, ich helf dir hoch. Ich komme. Digga, wir sind schon wieder durch mit der Folge eigentlich, ne? Egal, wir machen noch ein bisschen weiter, Leute. Wir haben ja auch lange gerätselt und so. Digga, am Ende, ich bin schon wirklich, ich bin schon 4 Uhr nachts. Aber es macht immer noch so Laune, Leute. Es kommt mir vor, wie jede Folge, die geht so gefühlt eine Minute. Ich versuche mit der an die Haltegriffe in der Mauer dazu kommen. Gute Idee. Mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich da drunter stehe. Oha. Also, ich hab gedacht, er hat mich erschlagen. Ich kann halt easy hier hoch, oder? So, zack, ja. Ja, wie ist denn der da rüber gekommen? Das schafft er doch nicht, oder? Wie ist denn Sam da gerade rüber gesprungen? Bruder hat einfach Superjump gemacht. Was zur Hölle? Kann der weiterspringen als Nate? Hier oben, Nathan. Ja, wie soll ich da rüberkommen, du Idiot? Muss da erstmal links hinspringen. Hat er das auch gemacht? Oder ist er direkt dahin gesprungen? Das sah nämlich gerade aus dem Augenwinkel so aus, als wäre der direkt dahin gesprungen irgendwie, oder? Was macht hier so Bock, dieses Abenteuer mit den Jungs? Es war bestimmt leichter als die Brücken und Stege noch nicht kaputt waren. Wir sind wohl ein paar Jahrhunderte zu. Hier würde ich ja mal gerne Rafe klettern sehen oder Sully. Was hier drin ist. Safe ein Schatz. Wir bringen hier was für Sully mit. Was Goldenes, Glänzendes. Hey, die Decke hier ist niedrig. Pass auf deinen. Au! Ja, ich pass auf meinen. Da sind Ratten. Was? Hier leben noch Ratten? Jetzt? Ich sehe hier ein Licht. Ah, guck mal, die riesen Ratten hier, Alter. Ja, sind wir nicht gerade hierher gekommen? Oh, Junge, ist wirklich ein Labyrinth, ne? Komplettes Labyrinth hier, warte mal. Links, links. Da sind wir hergekommen? Okay, doch. Doch kein Labyrinth. Ich dachte gerade wirklich Labyrinth. Katakomben. Oh, das ist Katakomben. Urf. 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 Wir sind aber Resident Evil. Urf. Urf. Und es werde Licht. Ey, man macht die Taschenlampe nicht aus. Ich finde es viel geiler, wenn die Taschenlampe aus ist irgendwie. Viel mehr Feeling. Findet ihr nicht? Oh mein Gott, hört mal. Hey, warte. Niemals. Hör mal. Was Erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Ach du Scheiße. Und die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Oh Gott, es Rafe. Dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Ich hasse diesen Typen, ey. Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe,
Hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Thumbnail. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war, nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas unbekümmert. Sie sind wie 100 bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in 2 Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte? Schutt bringt mir nichts. Okay. Okay. Danke. Ich sag Ihnen, Sie sollen dich warnen, bevor Sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder Sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die Sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte, für den Fall der... Die Auktion war die sauberste Art, aber das Kreuz zu bekommen. Mein Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm geredet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Hm. Vielleicht stimmt das. Oh, Ansage. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier, finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Boah, dieser Blick von dem. Richtig abgefuckt. Hey. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt's? Ist doch unwichtig. Wen juckt's? Und genau an dieser Stelle machen wir Pause und morgen geht es weiter mit der nächsten Folge. Lasst wie immer einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, kommentiert. Ich liebe euch alle da draußen. Das war's von dieser heutigen Folge. Auf jeden Fall sehr, sehr geiles Abenteuer, was wir hier erleben, Alter. Es macht so Spaß, Digga. Die ganzen Folgen, wir sind jetzt schon wieder auch fast eine halbe Stunde am Start. Morgen geht's weiter. Haut rein, Freunde. Ernesto Valverde ist raus und ciao!